So, also letztes Mal hat ja ein Goblin anscheinend überlebt. Das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Ich schließe jetzt die hintere Tür ab, damit die Goblins hier reinlaufen können, in die Fallen wenigstens. Und so oder so werde ich diesmal nicht vier runterschmeißen, sondern erstmal nur drei. Obwohl, eigentlich wäre es noch besser, wenn ich nur zwei runterschmeiße. Denn es ist auf jeden Fall sichergestellt, dass sollten sie überleben, also sollten beide überleben, was eigentlich echt unwahrscheinlich ist, dass dann wenigstens beide auch gleich in die Käfigfallen hopsen. Also, Shift P. Wir suchen neue Goblins. Das sind gar nicht mehr so. Oh, doch, sind noch eine ganze Menge. Also, du und du, das reicht. Vielleicht war ja auch einer der Goblins, die überlebt haben, der Anführer. Wir haben ja so einen besonderen Goblin eingefangen. Was zur Hölle? Der Merchant ist durchgedreht. Das Pferd ist durchgedreht. Und ein Jack ist melancholisch geworden. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Ja, die Tür ist immer noch zu. Aber wir haben auch gesagt, der Schalter soll gedrückt werden. Von. Oh. Das da. Drücken. Oh, der nächste Merchant geht auch Berserk. Die werden jetzt alle durchdrehen. Wahrscheinlich sogar mit den Wachen zusammen. Oh, das geht gar nicht gut. Also, wer ist jetzt durchgedreht? Bisher. Ein Händler, noch ein Händler, noch ein Händler und zwei Tiere. Das heißt, bisher sind nur die Händler durchgedreht. Meine Hoffnung ist jetzt, dass die eigenen Wachen der Händler jetzt die Händler erschlagen, weil sie aggressiv sind. Und dem ist auch so. Yes! Also ist natürlich nicht toll, dass die Wachen ihre eigenen Herren erschlagen, vor allem nicht in unserer Festung drin, aber wenigstens werden unsere eigenen Zwerge deswegen nicht angegriffen. Das ist schon mal sehr gut. Zumal wir ja keine Miliz mehr wirklich haben, um das Ganze aufzuhalten. Und die Händler sind alle unbewaffnet, also sterben die ganz schnell. So, haben wir noch irgendwelche aggressiven, durchgedrehten Leute auf der Karte? Wir haben ein Pferd, das Berserk läuft. Und wir haben zwei Invader. Wo kommt ihr denn her? Achso, ihr fallt wohl gerade den Tunnel runter. Nee, ihr werdet gerade runtergeführt, um zu sterben. Das ist okay. Unser Mainhauler Forex wurde von einem Pferd unterbrochen. Okay. Da ist das berserkende Pferd mit den Ausrufezeichen. Das verfolgen wir jetzt mal. Und das steht einfach nur auf der Treppe und bewegt sich nicht. Ist ein sehr komisch berserkendes Pferd. Oh, und wir haben ein neues Artefakt. Ein Lederrucksack. Das gucken wir uns mal ganz fix an. Und dann verfolgen wir das Pferd weiter. Es Sandbustier, Muraken, Rinsetkroff. The Bold Gifts. Ein Hundelederrucksack. 58.000. Also die ganzen Bestandteile werde ich jetzt nicht vorlesen, aber die Bilder. Ein Bild von Rechtecken in Hundeleder. Ein Bild von Kreisen in Morganit. Ein Bild von Ablel Slingmördert. Ein Zwerg. Der Zwerg ist aus Tschert. Dieser besagte Zwerg ist umgeben von Zwergen. Und dieses Kunstwerk bezieht sich auf die Ernennung von eben genanntem Ablel Slingmördert zu der Position des Königs von Rope of Sacrificing im Jahre 99. Und das Ganze ist zweimal anscheinend abgebildet. Also diese drei Zeilen hier sind hier genau eins zu eins kopiert. Keine Ahnung, ob das ein Bug ist oder. Nee, einmal ist das Ganze in Tschert verfasst und einmal in Kalunit. Naja, okay. Ein nicht ganz so interessantes Artefakt. So, wo war jetzt unser amoklaufendes Pferd? Das war irgendwo oben bei den Trapdoors. Nee, nee. Da ist es. Und verfolgen.
Eigentlich müssten auch irgendwann die Karawanenwachen hier vorbeikommen. Ist auch die Frage, wie stark ist so ein Pferd? Ist er schon verwundet? Ich meine, es kommen ja andauernd Zwerge vorbei. Wunden? Keine. Wunden? Keine. Dafür schmeißen die Zwerge immer alles hier auf den Boden, weil sie panisch vor dem Pferd davonlaufen. Wir haben noch Milizionäre am Leben. Also 2 oder 3 Stück waren das, ja? Oh, habe ich den letzten eigentlich befreit? Keiner drin, keiner drin. Da ist einer drin. Der soll bitte raus. Also ja, wir haben noch 2, 3 Milizionäre am Leben. Die können wir gleich zu einem spontan neuen Trupp zusammenfassen, wenn er jetzt irgendwann mal befreit wird, um denn das Pferd umzubringen. Weil sonst wird das eine ganze Weile leben. Auch wenn es ja nicht wirklich rumberserkt, sondern eigentlich nur rumsteht, aber ja. Muss ja trotzdem nicht sein. Wir haben die Elfenbeinlanzen, die sind komplett leer. Die können wir mal auflösen. Disband. Und unsere Färbemittel hat nur noch Pankolos. Dann nehmen wir Pankolos mal raus und setzen Pankolos wieder ein als Anführer von dem Ganzen. Da ist Pankolos. So, jetzt suchen wir alles, was irgendwie nach Miliz klingt. Also Hammer, Axt oder X-Bow. Da ist noch ein Hammerer. Mason, Minehauler, Pawn, Kloss. Nee. Ich war mir eigentlich sicher, wir hätten noch Armbrustschützen gehabt. Aber das sieht nicht so aus. Hauler, Hauler. Nö. Na gut, unsere Färbemittel bestehen jetzt aus 2 Zwergen. Und die schicken wir gleich mal S, Shift A, M erstmal hier hin. Und warten ab. Weil die müssen ja eh erstmal ihre Ausrüstung zusammensuchen. Und sobald beide da sind, dann geben wir den Tötungsbefehl für das Pferd. So, während wir darauf warten, gucken wir, ob die Karawane sich verabschiedet. Ja, gut. Ein Großteil kann wieder nach Hause ziehen. Und es waren übrigens 7 Karawanen. Auch nicht schlecht. Und einmal Wechsel der Jahreszeiten, auch wenn ich keine Ahnung habe, welche Jahreszeit wir jetzt haben. Ich denke mal, der Winter kommt gerade. Es dauert mal so lange und ich weiß nicht, ob die Aufnahme hält, aber drücken wir mal die Daumen. So, Zeit weiterlaufen lassen. Sobald die letzte Karawane raus ist, wird sofort die Brücke eingezogen und die Tür zugemacht. Obwohl da immer noch irgendwelche Körperteile eingesammelt werden. Und was zur Hölle ist das? Ein Falkenküken. So, wo ist unser Pferd? Da ist unser Pferd. Unsere Miliz hat sich immer noch nicht gemeldet. Also ist immer noch nicht da aufgetaucht, wo sie auftauchen sollte. Ich bin jetzt versucht, einfach 10 Zivilisten in einen Trupp zu packen und mit bloßen Fäusten auf das Pferd loszuschicken. Ah, da kommt jemand an. Wen haben wir da? Pankolos. Haust du schon das Pferd? Ich habe doch gar keinen Auftrag erteilt. Aber es reicht ihm wohl, dass ein aggressiv gesinntes Wesen in der Nähe von seiner Station ist. Jo, das Pferd ist gleich Geschichte. Und ein Dieb hat gerade was gestohlen. Was zur Hölle? Ein Dieb hat ein... großen Bagutschkat Heliodor gestohlen. Und wir haben schon Frühling und nicht Winter. Und ganz viele Befehle unterbrochen von dem doofen Pferd. Na gut, das Pferd ist ja gleich tot. Wo auch immer der zweite Milizionär abgeblieben ist. Was geht denn da ab? Hier verteilen sich überall Knochen. Ja... K, was haben wir hier? Ein Zahn, noch ein Zahn, noch ein Zahn, noch ein Zahn. Also Pankolos muss wohl so stark draufgehauen haben, dass sich hier die Zähne im Raum verteilt haben, sogar ganz bis nach da hinten. Sehr kurios, aber na gut. Ist ja auch ein Hammerzwerg. So, was machen unsere 2 Testgoblins, die wir runtergeschmissen haben? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
Ah, sieht man natürlich wieder nichts. Und selbst wenn sie was fallen gelassen hätten, wäre es jetzt schon eingesammelt worden. Obwohl, nee, hätte gar nicht eingesammelt werden können, denn die Tür ist verboten. Ha. Also sind sie runtergefallen, gestorben, haben nichts hinterlassen, also weder Knochen noch Körperteile noch Ausrüstung und sind auch nicht in die Fallen getappt. Das ist jetzt wirklich skurril. Außer, sie wurden noch gar nicht runtergeworfen. Wegen dieser ganzen Pferdegeschichte. Wo sind die Goblins? Hier sind die ganzen Goblins. Keiner davon ist zum Runterschmeißen markiert. Das ist komisch. Markieren wir gleich mal zwei neue. Und wiederholen das Ganze noch einmal. Und sie werden immer noch vom Pferd unterbrochen. Warum stirbt das doofe Pferd nicht endlich? Na gut. Das muss ich mir aber nicht angucken. Ich will mir lieber angucken, ob das wirklich mit den Goblins so ist, wie es ist. So, da kommen die Goblins. Runterscrollen. Gucken. Zack. Das war der Goblin-Anführer. Er hat den Sturz überlebt, er hat die Stacheln überlebt, ist aber ohnmächtig und hat ganz viele rote Stellen. So, der zweite Goblin hat auch überlebt und hat keinen Schaden davon getragen. Wie geht das? Das finde ich extrem komisch. Also, ich weiß nicht, wie das Spiel das jetzt berechnet. Vielleicht ist ja auch die ganze, das ganze Feld hier, wo der andere verletzte Goblin ist, ist vielleicht dadurch entschärft worden, dass der Goblin da drauf ist. Also, es steckt so viel Goblin auf den Speeren, dass die Speere keinen Schaden mehr verursachen. Aber dann müsste doch trotzdem der Fallschaden wenigstens den Goblin da verletzen. Nee, das finde ich nicht toll. Das finde ich ganz und gar nicht toll. Da muss irgendwas verbuggt sein. Aber jetzt können die da frei rumlaufen, jedenfalls der eine. Und der andere kann jetzt auch wieder gehen. Auch wenn er bald tot umfallen müsste, weil er so viele Verwundungen hat. Hast du denn was im Inventar? Ja, du bist voll ausgerüstet. Und du auch. Ja, das ist nicht gut. So, komm mal schnell wieder zu der Tür dahin und tapst in die letzte Falle rein. Ah ne, er ist so gestorben. Also wenn die Goblins hier unten eines natürlichen, in Anführungszeichen natürlichen Todes sterben, dann behalten sie ihre Sachen und auch ihre Leiche zur Weiterverwertung. Das ist soweit okay. Das heißt, wir haben rausgefunden, sobald ein Goblin Fallschaden genommen hat und in den Speeren feststeckt, können alle anderen, die danach runtergeschmissen werden, einfach so rumlaufen, ohne überhaupt einen Kratzer davon zu tragen. Was sehr, sehr komisch ist. Aber gut. Kommt mal alle rein hier. So, einer ist drin. Ich guck mich mal. Obwohl, wir können es einfacher regeln. Wir machen einfach den Befehl, alle inside. Und warten dann eine Minute oder so und machen dann die Tür zu. Und die Brücke rein. Oh, da sehe ich gerade, wir brauchen wahrscheinlich den nächsten neuen Knochenstockpile. Das können wir doch mal hier unten irgendwo machen. Ja, genau hier. PR. Dann können wir ruhig die ganze Etage zu einem Stockpile machen. So. Und da sollen jetzt nur... Das nicht. So, die ganzen Sachen sollen hier gelagert werden. Escape. Und hoch. So. Da kommt jetzt immer noch... Was hast du da in der Hand? Inventar. Eine Höhlenspinne. Also die Überreste einer Höhlenspinne. Oh, das kam wohl zu irgendeinem Kampf im Höhlensystem. Aber das ist keiner gestorben, oder? Mann. Nee, da ist jemand an Altersschwäche gestorben. Das war auch nur ein Meerschwein. Und hier ist die Possession-Nachricht von Medai. Also haben wahrscheinlich die Karawanenwachen die Höhlenspinne erschlagen und unsere Zwerge sammeln jetzt nur die Überreste ein. Das ist ja okay. So, jetzt dürften aber keine Zwerge mehr unten sein. Ich guck mal ganz kurz nach, ob ich hier noch irgendwas auf die Schnelle sehe. Also Bewegung sehe ich schon mal keine.
auch hier oben nicht, wo die andere gestorben ist. Gut. Also, wir wollen uns einbunkern. Dafür machen wir die Brücke auf an. Warum auch immer das auf an ist. Also wenn jetzt die Brücke... Ne, die Brücke ist auf aus. Wenn ich jetzt die Brücke auf anschalte, geht sie aus. Und wenn ich die anderen Floodgates auf ausschalte, gehen sie an. Das ist ein wenig unpraktisch, aber was soll's. So. Alle Schalter einmal drücken. Dann geht alles zu bzw. eingefahren und wir dürften sicher sein. Und wir dürften auch sogar richtig sicher sein, denn... Die Floodgates könnten zwar zerstört werden, aber es kommt niemand an die Floodgates ran, weil die eine Etage höher sind. Es gibt zwar Flieger, die dann bis zu den Floodgates kommen könnten, aber ich weiß nicht, ob es Flieger gibt, die auch gleichzeitig Building Destroyer sind. Was ich mal nicht hoffe. Also wenn jetzt alles richtig gelaufen ist, sind wir jetzt komplett abgeriegelt von der Außenwelt und können uns um die internen Sachen erstmal kümmern. Also alle Bodenplatten zu Ende setzen, alle Rüstungen schmieden, alle Waffen schmieden, unsere Miliz ausbilden und so weiter und so weiter. Und sobald das dann wieder einigermaßen sicher ist, was zur Hölle ist das? Sobald das alles sicher ist, können wir die Tore aufmachen. Hier sind immer noch ein paar Merchants drin, die durchdrehen. Er ist durstig. Er ist auch durstig. Cage Prisoner, die werden gar nicht aufgeführt. Doch hier, Händler. Wir haben noch jede Menge Händler drin, die nicht raus wollten. Oder nicht raus konnten. Nee, die Brücke war lange noch offen. Ich meine, die ganze Karawane ist doch abgehauen. Die sind wohl nicht abgehauen, weil die melancholisch waren. Also werden die sich jetzt irgendwann umbringen oder verdursten. Was ja auch eine Form von Selbstmord dann ist. Ach ja, mal gucken, ob das noch irgendwelche negativen Konsequenzen tragen wird. Aber wir machen erstmal eine kleine Pause. Also bis gleich.